Peter, wir stehen hier im Kaiserquartier auf der großen Baustelle nach dem Sommer. Was hat sich verändert? Wie ist der Stand der Dinge? Also, als wir das letzte Mal hier gestanden haben, standen wir unten in der Tiefgarage und konnten in den Himmel gucken. Eine ganz andere Perspektive. Jetzt stehen wir im Block E auf der Erdgeschossdecke und können uns schon vorstellen, mit den Stützen begleitet, wie sich später mal die Gastronomie, die hier stattfinden soll, wie die sich abbildet. Also schon alleine vom Volumen her ein ziemlicher Schritt. Können Sie darüber hinaus noch einige Zahlen, Daten, Fakten für uns erläutern? Ja gut, das ist jetzt ungefähr 8 Wochen her, seit wir miteinander gesprochen haben. In der Zwischenzeit ist natürlich der Vertrieb, Genomobil macht den Vertrieb hier, weitergegangen. Besonders erstaunlich ist, dass wir inzwischen gut 90% der Büro- und Gewerbeflächen vermietet oder verkauft haben. Das freut mich ganz besonders. Zusätzlich sind weitere Wohnungen verkauft worden. Da läuft die Beratung aber sehr kontinuierlich. Wir haben jede Woche 2, 3 Beratungsgespräche und es folgen entsprechende Beurkundungen. Da sind wir bei knapp 70% verteilt über alle Baublöcke. Das finde ich auch ganz gut. Da gibt es jetzt nicht die eine gute Ecke oder die eine gute Wohnung. Wir verkaufen Erdgeschoss, Staffelgeschoss in allen Blöcken gleichermaßen. Also das geht gut voran. Wenn es so weitergeht mit den Bauarbeiten und auch mit dem Wetter, bei unserem nächsten Treffen könnten wir vielleicht schon mit einigen Leuten, die hier einziehen werden, sprechen und O-Töne bekommen? Also der Plan wäre, wenn wir uns das nächste Mal treffen, vielleicht wieder in 8 Wochen, dass, wie mir eben von der Bauleitung gesagt wurde, wir vielleicht Mitte November damit rechnen können, dass überall die Decken drauf sind, wir also wieder eine andere Perspektive haben. Und mein Wunsch wäre, ist das mal blockweise, dann sukzessive mal die Menschen, die sich hier oder Unternehmer entschieden haben, demnächst zu arbeiten oder zu leben, denen auch mal ein Gesicht und einen Inhalt gönnt. Das würde mich freuen. Das sollten wir zum nächsten Termin und dann auch Anfang 2020 ins Auge fassen.